Auch in der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg kommt der Strom aus der Steckdose und neuerdings aber auch vom Dach. Dort nimmt eine 2000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage ihren Betrieb auf, die die Uni mit einer Leistung von maximal 340 Kilowattstunden mit Strom versorgt. Pro Jahr können 313 Megawatt, also 313.000 Kilowattstunden Strom produziert werden, freuen sich Jörg Stahlmann, Vizepräsident für Verwaltung und Finanzen, und Mike Möllers, Dezernent Gebäudemanagement von der Universität. Damit spart die Uni 64.000 Euro an Stromkosten ein, die anderswo eingesetzt werden können. Nach fünf Jahren habe sich die Anlage amortisiert. Die Module stehen auf fünf Gebäuden am Uhlhornsweg und sollen mindestens 20 Jahre halten.